So, wir haben wieder eine Schaltung. Eigentlich eine einfache Variation von dem, was wir schon gehabt haben. Das ist genau die Schaltung von vorher, nur mit welcher Änderung? Wir haben den Kondensator nicht. Also diesen Augenblick sozusagen am Anfang beim Ein- und Ausschalten, den wir relativ einfach mal hingenommen haben, und da wird halt mal geladen und dann leuchtet die LED, wenn der Transistor leitet. Das wollen wir uns mal näher anschauen. Wir haben jetzt hier einen Schalter. Wenn ich diesen Schalter öffne, dann gibt es keine Möglichkeit, dass in dieser Basis je ein Strom fließen kann, weil das ist mit nichts verbunden. Das heißt, der Transistor sperrt und das Lampe leuchtet nicht oder die LED leuchtet nicht. Und wenn ich dann diesen Schalter schließe, dann schicke ich hier einen Strom rein in die Transistorbasis, und dieser Basis-Emitterstrom, der macht dann, dass ein Kollektor mit der Strom fließen kann und die LED leuchtet. Das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Das heißt, ich darf wieder mein Kamerakind bemühen. So, das ist die Schaltung, wie wir sie vorher gehabt haben. Ich mache mal groß. So. Und jetzt nehme ich einfach den Kondensator raus, ansonsten bleibt die Schaltung gleich. Und wenn ich eben jetzt hier diesen Kontakt schließe, Modulo Wackelkontakt, dann leuchtet die LED. Wenn ich das öffne, dann leuchtet sie nicht. Und wir haben jetzt gesagt, ich kann eben diesen Transistor verwenden, um Ströme zu verstärken. Das heißt, schauen wir uns mal an, wie klein der Strom sein kann, mit dem ich das öffne. Jetzt haben wir einfach nur hier diesen Widerstand, der vor der Basis hängt, der mal strombegrenzend wirkt. Jetzt gehe ich mal her und mache das hier, dass ich hier meinen Finger nehme und auf die eine Seite von meinem Finger, kannst du da ein bisschen rüber, das ist nicht mein Bild. Diesen Finger brauche ich. Naja. Also ich nehme diesen Finger hier. Da habe ich hier auf der einen Seite die Plusklemme von der Stromversorgung, und dann tue ich hier auf der anderen Seite auf meinem, es ist runtergegangen von der Batterie. So, machen wir das. Warte, du musst die LED zeigen, sonst. Sieht man die LED? So, also die leuchtet da, und der Strom, der diese LED zum Leuchten bringt, der fließt hier durch meinen Finger. Wir können auch deinen Finger nehmen, wenn du möchtest. Nein, da müssten wir jetzt mit einem Multimeter hin, aber außen viel, also innen viel weniger als außen. Das ist so ein, wenn man mal beim Blut ist, dann leitet das alles sehr gut. Aber an der Haut, für diese kleine Strecke, vielleicht also hunderte Kiloohm kann das schon haben. Aber es ist schon, also wenn ich einen Strom durch meinen Finger durchschicke, der geeignet ist, um eine LED zu leuchten zu lassen, dann spüre ich das. Also dann bin ich nicht so locker wie jetzt. Aber der Strom, den ich brauche, um den Transistor leiten zu lassen, der dann die LED zum Leuchten bringt, das geht ohne Probleme. Also das können wir hier einfach so machen. Und damit wäre jetzt quasi hier demonstriert, dass wir hier tatsächlich Ströme verstärken können. Und zwar nicht gerade wenig. Gut, haben wir noch ein bisschen Block. Und halt ein bisschen chaotisch. Genau. Also im Wesentlichen ist das sozusagen die einfachste Transistorschaltung, die Transistorgrundschaltung, die man nehmen wird, um sich alle möglichen Dinge rund um Transistoren anzuschauen, dass man einfach irgendeine Last, zum Beispiel diese LED, leuchten lässt und dann schaut, welche Ströme gehen da. Und diese Ströme, die kann man natürlich entweder bei einer Stromquelle erzeugen, dass man gesagt, naja, was ist, wenn ich da ein Mikroampere hineinschicke und so weiter und so fort. Oder wenn ich diese Spannung hier kenne, weil ich da zum Beispiel eine 9 Volt Batterie habe, dann kann ich ja mit einem bekannten Widerstand einen beliebig großen oder kleinen Strom erzeugen. Und das hätte ich jetzt hier gerade mit meinem Finger gemacht. Dieses Experiment wieder lassen wir aus, aber ich möchte wirklich jeden hier
motivieren, dieses Experiment zu machen. Einfach diese Schaltung hernehmen und alle möglichen Dinge verwenden, um diesen Kontakt zu schließen. Also ich habe jetzt meinen Finger genommen, aber man kann natürlich schauen, wie dick muss ein Bleistiftstrich sein auf einem Stück Papier, damit das anfängt zum Leiten und ich diesen Kontakt schließen kann. Was passiert, wenn ich das irgendwie mit einem Glas Wasser mache, links und rechts einen Kontakt? Was passiert, wenn ich eine Badewanne nehme, die voll ist und an einem oder anderen Ende? Was passiert, wenn ich unterschiedliche Dinge in das Badewasser hinein leere? Was auch immer. Also das ist, ich sage jetzt mal, für eine kurze Zeitspanne sehr, sehr amüsant, diese Experimente zu machen. Irgendwann wird es fad, das gebe ich mal zu. Aber das ist was ich jedem empfehlen würde, der das noch nie gemacht hat, mit solchen einfachen Transistorstromverstärkern, dass man da mal durch die Welt geht und sich bei allen möglichen Sachen denkt, vielleicht könnte das gut genug leiten, dass ich damit diesen Kontakt an dem Transistor schließen kann und damit die LED zum Leuchten bringen kann. Gut und interessant ist natürlich hier unten dieser Bereich auch mit wir haben gesehen beim Finger, da hat die LED einfach ganz, ganz hell geleuchtet. Wo ist dann dieser Bereich, wo es anfängt interessant zu werden, wo man irgendwie sieht, da sieht man noch, da gibt es einen Unterschied in der LED zwischen ich habe die Drähte in der Badewanne oder ich habe sie nicht in der Badewanne, aber es glimmt halt irgendwie nur noch so. Gut, also dazu möchte ich wirklich jeden motivieren, aber ihr seht schon, das ist ein Experiment, das eignet sich nicht, dass wir das jetzt hier in diesem Rahmen machen, aber das ist was ich durchaus durch das nächste Monat ziehen kann, dass man bei allen möglichen Dingen mal herausfindet, wie gut oder schlecht leitet das jetzt wirklich den Strom, weil jetzt, wenn man den Finger hernimmt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gegenstand, an dem man als erstes denkt, wenn man sagt, reich mir mal einen Leiter, dass man dann hier, okay, also das bitte machen und bitte kreativ sein dabei. Gut, diese Übung, die möchte ich jetzt machen. Wir haben jetzt diese Schaltung zum wiederholten Male eigentlich gesehen, immer mit kleinen Variationen. Wir wollen jetzt aus dieser Schaltung, die ein NPN-Transistor verwendet, das entsprechende Gegenstück, den PNP-Transistor, verwenden, um eine äquivalente Schaltung zu machen. Und wie müsste denn diese Schaltung ausschauen? Wir wollen jetzt exakt das Gleiche tun, aber jetzt mit einem PNP-Transistor statt einem NPN-Transistor. Und ja, also dazu, soweit das passt mal, kann man machen. Ich drehe das hier um, dann hätte ich hier im Mitte den Eingang, dann hätte ich hier einen Kollektor und da gehe ich dann gegen diese Rail hier. Die Leuchtdiode wird dann schon passen. Ja, das war halt gut. Was macht denn den Unterschied aus? Wenn man die Leuchtdiode auf der einen oder auf der anderen Seite hat? Genau. Also, wir haben hier 0,6 Volt Diodendrop, Basisemitter. Dann haben wir hier unseren Schalter. Also dieser Widerstand begrenzt ja nur den Strom für den Fall, dass wir hier einen echten Schalter haben, den wir schließen. Aber wenn wir jetzt die Experimente machen mit Finger und Glas Wasser und was auch immer, dann ist das im Grunde hier einfach ein großer Widerstand. Und wir wollen ja einen Strom vorgeben, der in diese Basis hineinfließt und öffnet. Wenn wir hier nur den Transistor umdrehen und durch einen Komprimärtyp tauschen, fällt dann hier nur eine geringe Spannung ab. Nämlich was für eine Spannung? Hm.
Ja, genau, die 0,2 Volt. Aber wie viel brauche ich an der Basis-Emitter-Strecke, damit der Transistor leitet? Geht das? Genau, also ich kann mit das umdrehen, funktioniert es nur, wenn ich dann nicht gegen hier 0 Volt gehe, sondern gegen eine negative Spannung. Aber wenn ich hier nur umdrehe, dann würde ich quasi im geschlossenen Zustand hätte ich hier 0,2 Volt und dann kann ich die, wenn ich hier 0,2 Volt habe, kann ich hier nicht 0,6 Volt erreichen und immer noch größer sein als Braun. Natürlich wird die Schaltung trotzdem noch ein bisschen funktionieren, weil wir möglicherweise diesen Transistor nicht ganz aufmachen. Dass wir quasi dort nicht voll durchschalten, dann fallen auf der Kollektor-Emitter-Strecke nicht 0,2 Volt ab, sondern vielleicht 2 Volt. Dann gehen sich die 0,6 Volt auf der anderen Seite wieder gut aus. Aber wir öffnen den eben nicht so ganz. Wenn wir die ganze Schaltung nehmen und einfach kippen, dann wäre das eigentlich genau das Ziel, was wir haben. Dann haben wir exakt diese Schaltung mit allen Vor- und Nachteilen umgestellt auf einen PNP-Transistor. Genau, wir nehmen die ganze Schaltung, kippen sie quasi um. Das heißt, und ich zeichne natürlich jetzt wieder die Quelle richtig, also das Plus da ist, aber wir müssten jetzt quasi im Geiste alles, was an Plus hängt, an Minus hängen und alles, was an Minus hängt, an Plus hängen. Das heißt, was hängt da an der Plusleitung jetzt dran? Der Emitter vom Transistor und sonst was? Nix. Ja. Muss ich aufpassen, ich zeichne so selten PNP-Transistoren. Weil man halt irgendwie NPN ist irgendwie so das Standard-Ding und PNP gibt es dann halt auch. Gut, wie geht's weiter? Was hängt da jetzt an der Basis dran? Widerstand gegen Minus, genau. So. Und was hängt am Kollektor? Ja. Ja, die muss auch umgedreht sein, sonst funktioniert es nicht. Macht es was aus, wenn ich die beiden vertausche? Ja, das ist völlig egal. Das können wir von außen nicht einmal feststellen. Also wenn ich quasi da jetzt eine schwarze Schachtel drüber stülpe, was natürlich die ganze Idee von einer Leuchtdiode ad absurdum führt, das ist mir schon klar. Aber ich da jetzt eine schwarze Schachtel drüber stülpe und nur von außen diesen und diesen Anschluss messe, ich habe keine, wie auch immer, geartete Möglichkeit festzustellen, in welcher Reihenfolge diese beiden Bauteile in Serie geschaltet. Also es macht schon einen Unterschied, wenn wir gerade überlegt haben, dass ich diese Baugruppe, ob ich die da oben habe oder die da unten habe, aber ob ich innerhalb dieser Serienschaltung die Dinge vertausche, das ist völlig irrelevant. Gut, also das wäre genau diese Schaltung, aber mit einem PNP-Transistor statt einem NPN-Transistor. Heißt das irgendwas, PNP? Ja, also das sind die Dotierungen. Also wenn man, das habe ich eben vorher genau. Also in der einfachsten Darstellung, wenn ich diesen Halbleiterkristall habe, da gibt es eine N-dotierte Zone, also negativ, eine P-dotierte, also positiv dotierte Zone und wieder eine N-dotierte. Und ein PNP-Transistor ist im Wesentlichen nichts anderes als genau das gleiche Bauteil, aber überall dort, wo man einen Prozess N-dotiert hat, macht man jetzt eine P-Dotierung und überall dort, wo man einen Prozess P-dotiert hat, macht man eine N-Dotierung. Und da gibt es eben auch wirklich diese sogenannten Komplementärtypen, wenn ich eben einen NPN-Transistor habe, dann gibt es einen dazu passenden PNP-Transistor, der im Wesentlichen exakt die gleichen Eigenschaften hat, nur halt das Ganze umgedreht. In der Praxis gibt es dann kleine Variationen zwischen dem NPN und dem PNP-Typen, weil eine N-dotierte Zone und eine P-dotierte Zone sich halt ein bisschen anders verhalten, wenn der Strom da jetzt durchgeht und so. Aber von der Grundidee gibt es diesen Komplementärtypen. Und die Transistoren, mit denen ich diese Sachen da jetzt aufgebaut habe, das waren immer BC547, so der Standard-NPN-Transistor in Europa. Und dann gibt es den Komplementärtyp, den DC557, oder? 657. 557.
Ich glaube 547 und 557 genau sind die. Und im 6er Anfang sind die im Metallgehäuse. Okay, was weiß ich. Aber wir schauen nach auf der Bauteils auf dem Endzeit. So, also ich glaube 547 und 557 und das ist jetzt eher peinlich, dass ich das nicht auswendig weiß. Aber was soll's. Da. Die wesentliche Information ist, dass es eben solche Komplementärtypen gibt. Ja, BC547 und BC557, das ist der NPN und der PNT-Transistor-Typ. Und dann haben wir im Bautesortiment eben noch ein paar, andere, die auch eben komplementär zueinander sind. Ja, der PNP ist ein bisschen teurer. Es hat eben damit zu tun, also ich glaube, wenn man Millionen Stück davon kauft, ist es wurscht, aber wenn man quasi kleine Stückzahlen kauft, merkt man halt einfach, dass NPN das ist, wo die ganze Welt darin denkt und PNP nimmt man halt dann genau dann, wenn man in der Schaltung irgendwie beides braucht und dann eben auch den Komplementärpart und darum verkaufen sie weniger davon und dann kosten es mehr. Also, wenn man da schaut, die Kosten bei den beiden Lieferanten nicht, aber bei DigiKey kosten sie auch entsprechend mehr im Einkauf. Und weil ich die meisten bei DigiKey kaufe, gleiche ich das. Gut. Gut, dann haben wir noch diese Übung hier. Gut, dass ich das jetzt aufgemacht habe vom Bauteilsortiment. Da haben wir nämlich das Datenblatt gleich verlinkt. Lesen Sie aus dem Datenblatt eines Transistors heraus den Verstärkungsfaktor und den maximal erlaubten Basisstrom. Dann machen wir das gleich mal für diesen BC547B. Den wir im Bauteilsortiment haben und den ich zum Teil jetzt gerade hier verbaut habe. Ich habe gesehen, ich habe ein paar verschiedene Transistoren verwendet, einfach was ich halt in der Schachtel rumliegen hatte. Bauteilsortiment, BC547, dann machen wir das Datenblatt auf und zeigen wir an die Server. So, Verstärkungsfaktor, hier, KFE, haben wir gerade vorher gesagt, beim Multimeter auch, das ist ein oft benutztes anderes Kürzel für den Verstärkungsfaktor, neben Groß B. Und da sehen wir, es gibt drei Typen, A, B und C. Jeder, was ich vorher gesagt habe, war, wo ich mir nicht sicher war, war diese obere Grenze, die ist offenbar weder 500 noch 1000, nein, sie ist 800. Und da sehen wir eben, da gibt es diese drei Bereiche. Die immer so grob ein bisschen mehr als Faktor 2. Also da ist es Faktor 2, da ist ein bisschen mehr als Faktor 2, da ist es ein bisschen weniger als Faktor 2, die immer so grob einen Faktor 2 Bereich abdecken. Und wenn es eben so 110 bis 220 fache Verstärkung, Stromverstärkung ist, dann heißt der halt BC547A. Wenn es zwischen 200 und 450 ist, also ein bisschen Überlappungsbereich, heißen die BC547B und wenn es zwischen 420 und 800 ist, heißen sie BC547C. Das heißt, ich muss die Schaltung so aufbauen, dass ich das dann irgendwo mit einem Einstellregler dann jeweils auf dieses entsprechende, oder es ist die Schaltung genau. Also, unabhängig. Also entweder hat man einen Abgleichprozess, das ist durchaus üblich bei Geräten, vor allem bei Geräten, die jetzt nicht Millionen Stück produziert werden, sondern halt irgendwie 1000 Stück und dafür entsprechend teuer, dass es da einen Abgleichprozess gibt beim Herstellen, dass es da irgendwo einen Potentiometer gibt und dann misst jemand und dreht an dem, bis es passt. Das ist auch ein eigenes Ding, was man sich überlegen muss, wenn man so ein Gerät baut, wie man diesen Abgleichprozess gestaltet. Nicht, dass da irgendwie dann notwendig ist, dass man irgendwie an dem einen misst und dreht und dann an dem anderen, aber das ändert das erste wieder, dann muss man dann im ersten und dann muss man irgendwie 1000 Mal messen, bis das Gerät abgeglichen ist. So etwas muss man sich natürlich überlegen. Gerade bei den Transistoren jedoch ist es so, dass es sehr, sehr unschön ist, wenn da ein Abgleich notwendig ist. Weil nämlich diese Verstärkung hier nicht nur von Bauteil zu Bauteil schwankt, sondern auch von Umgebungsparametern wie Temperatur zum Beispiel abhängig ist. Und natürlich auch dieser Temperaturdrift nicht von Bauteil zu Bauteil gleich ist. Wenn ich das dann abgeglichen habe bei 20 Grad, heißt das nicht, dass es bei 30 Grad Celsius auch noch
perfekt abgeglichen ist. Das heißt, diese Schaltungen. Rückkopplungsprozesse oder wie man das? Genau, diese Schaltungen baut man dann so, dass sie unabhängig sind von der eigentlichen Stromverstärkung oder halt nur von der Größenordnung. Die brauchen dann mindestens eine Verstärkung von 200 zum Beispiel. Und dann nehme ich entweder einen B- oder C-Typ. Und die Schaltung selber ist dann eben so gebaut, dass sie mit entsprechenden Rückkopplungspfaden funktioniert, unabhängig von der konkreten Stromverstärkung von diesem Transistor. Oder man nimmt eben diese Bauteile, die mehrere Transistoren in einem Bauteil drinnen haben, wie ich vorher erwähnt habe, die von vornherein schon darauf ausgelegt sind, eine äquivalenten Stromverstärkung zu haben. Das braucht man zum Beispiel für Stromspiegel, wenn man also einen Referenzstrom hat und dann will man genau diesen Strom ein zweites Mal duplizieren, dann braucht man da so zwei abgeglichene Transistoren und die sind halt dann dort nicht nur in einem Plastikgehäuse, sondern das sind wirklich zwei Transistoren am gleichen Halbleiterkristall. Das heißt, die sind auch gut thermisch gekoppelt und damit machen sie dann den gleichen Temperaturdrift durch und sind da stabil. Also, man braucht das oft, dass man solche Abgleichdinge hat, aber gerade bei Transistoren ist es eher ein Zeichen für ein schlechtes Schaltungsdesign und findet man eigentlich kaum in Produkten, die irgendwie eine Firma baut und dann verkauft, aber man findet das öfter in irgendwelchen Amateurschaltungen, wenn man dann im Netz sucht, irgendwie. Da habe ich eine Blinkschaltung gemacht, und da gibt es drin einen Pot, an dem man halt drehen soll, bis es passt, aber wenn man dann irgendwie den Finger auf den Transistor drauflegt und ein bisschen wartet, dann blinkt es auf einmal wieder schneller oder langsamer, als es eigentlich sollte. Gut, was war das Zweite, was wir auslesen wollten? Den maximalen Basis-Emitterstrom, richtig? Ja. Gut. Hat das jemand gesehen? VBE? Ja, das ist... Wo? Oh, was? Ich sehe es nicht. Ja, genau, das ist die Basis-Emitter On-Voltage. Und das ist halt, also das ist kein Maximum Rating hier, sondern das sagt mir, wir haben diese 600 Volt, also 0,6 Volt, die Diodendrop. Und das ist natürlich auch etwas, was Bauteil abhängig ist. Und da garantiert mir der Hersteller, dass das zwischen 580 und 720 Millivolt liegt. Aber das ist quasi nicht, ich darf maximal das oder das anlegen, sondern das kommt natürlich auch raus, nicht automatisch. Wenn ich da eine deutlich größere Spannung anlege, als die Vorwärtsspannung von der Diode ist, dann werde ich ziemlich sicher über den erlaubten Basisstrom kommen. Aber es ist nicht, aber das ist wirklich gemeint, eine Charakteristik der Diode, der Basis-Emitter-Diode, die liegt zwischen diesem und diesem Wert. Und wir sehen da diese zwei Zeilen, dass das dann schon abhängig ist von dem entsprechenden Kollektorstrom. Also wenn ich einen größeren Kollektorstrom haben möchte, dann ist diese Vorwärtsspannung der Diode ein bisschen höher. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Transistor erwischt habe, der 580 Millivolt hat, ja? Und ich lege 720 an, dann kann ich am Schießen. Ja. Aber nicht darum, weil ich, also ich werde, wenn der 580 hat, dann werde ich wahrscheinlich gar keine Möglichkeit haben, 720 Millivolt anzulegen, weil eben diese Diodenkennlinie so steil ist, dass ich beim Versuch, diese Spannung auf 27 Millivolt zu bringen, einfach schon viel zu viel Strom hineinschicke und damit den maximalen Basisstrom übersteige. Aber möglicherweise werde ich hier diese 140 Millivolt nur dann am Bauteil sehen, nachdem ich ihn bereits ruiniert habe und er irgendwie zur Unterbrechung geworden ist, weil dann kann ich jede beliebige Spannung anlegen. Aber davor werde ich nicht dorthin kommen. Schauen wir ein bisschen runter, vielleicht können wir es erahnen an irgendwelchen anderen Dingen, die wir hier sehen. Wir suchen den maximalen Basisstrom. Da bin ich gerade dabei. So wie jemand was sieht, was dann rausschaut, package die Menschen, nein. So wäre es mit dem maximalen Kollektorstrom dividiert durch die Stromverstärkung. Ja, eine hervorragende Idee. So, dann nehmen wir unser IC.
So, und das ist 100 mA. Und dann komme ich auf 1 mA bis zu, was ist das andere Ende, 0,2 mA, wenn wir 800 haben. 0,1 irgendwas. Ja, aber es könnte ja sein, dass der Kollektor offen ist. Ja, genau, genau. Das scheint mir nicht. Also ich bin sicher, in unseren Schaltungen bis jetzt haben wir mehr als 1 mA durchgeschickt und es ist nichts passiert. Aber mehr braucht man eigentlich nicht, oder? Man braucht nicht mehr, aber das heißt noch nicht, dass das quasi ein Maximum ist, was notwendig ist. Also Maximum ist was. Collector Emitter. Da gibt es Collector Base. Da wird es immer Saturation Voltage geben, aber nur Base Emitter Saturation Voltage. Ja. Ja, das schaut schon mal gut aus. Da kommen wir rauf bis 5 mA. Also 5 mA auf der Basis scheint mal gut zu vertragen. Und das macht ja schon noch Sinn. Nicht? Wenn wir da jetzt 5 mA anlegen und das mit einer Stromverstärkung multiplizieren von mindestens 100, dann sind wir schon mal deutlich über dem, was sie überhaupt geht. Da glauben wir eben schon, dass er bei 5 mA in der Sättigung ist. Ja, IB. Das ist die Test Condition. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Maximum Rating, aber wir wissen, 5 mA geht auf jeden Fall. Weil damit haben sie geschaut, wann quasi diese Diode in die Sättigung geht. So. Hier sehen wir mehr, wenn wir das als Verstärker verwenden. Da sehen wir, das geht sinnvoll rauf bis vielleicht einem halben Milliampere. Also ein Absolute Maximum Rating haben wir jetzt hier nicht gesehen. Aber an diesen Werten kann man sich zum Beispiel orientieren. Also dieses Bild hier werden wir noch verwenden, dieses Candidate-Bild hier. Wenn wir dann die Emitter-Schaltung genauer dimensionieren, da werden wir dann sowieso nicht an dieses absolute Maximum herankommen. Aber von dem, was ich an diesem Datenblatt jetzt sehe, das ist eher unerfreulich, ist, dass ich jetzt hier keine, also für unsere Übung eher unerfreulich, dass ich jetzt hier kein echtes Absolute Maximum Rating sehe für diese Diode. Na, wüsste ich jetzt nichts. Die da? Das ist Collector gegen Saturation Voltage. Ja, also wir wissen, es wird irgendwo zwischen 100 mA liegen und 5 mA. Warum 100 mA als Obergrenze? Warum weiß ich, mehr als 100 mA wird die Basis auf keinen Fall vertragen? Weil der Kollektor Emitter Strom maximiert. Genau, und wenn ich quasi hergehe und nicht den Kollektor-Emitter-Pfad verwende, sondern den Basis-Emitter-Pfad, werde ich dort und den Kollektor offen lasse, dann werde ich dort wahrscheinlich, also sicher nicht mehr als das machen können. Wir können uns noch andere Sachen anschauen, wie zum Beispiel die maximale, so das ist vom Kollektor, die maximale Leistungsaufnahme, weil das wäre dann ja quasi dieser Strom mal die 0,6 Volt, da kann man auch schauen. Einen echten maximalen Basisstrom finde ich leider in diesem Datenblatt nicht. Müssen wir mal in einem anderen Datenblatt nachschauen. Okay, das war jetzt nicht so super. Gut, aber wir haben ein paar andere Werte ausgelesen am Weg dorthin, wenn auch nicht den maximalen Basisstrom. Ja, Fragen? Thank you.
Dann machen wir unsere Pause.